Frozen Shoulder, Bewegungseinschränkung oder Schmerzen in deiner Schulter? Wenn dir das bekannt vorkommt, dann zeige ich dir jetzt drei Übungen, die für dich gut sein können. Bevor wir mit unserer Übung anfangen, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick darüber, wie unsere Schulter gerade funktioniert. Als erstes streckst du einmal deinen Arm nach oben und guckst mal, wie weit du nach hinten kommst und wie gestreckt du den Arm halten kannst. Das funktioniert bei mir gerade ganz gut, deswegen nehme ich eine andere Testung. Du nimmst den Arm nach oben und versuchst, den jetzt so weit nach vorne zu kriegen, wie du kannst. Nach oben geht bei mir ganz gut, nach unten habe ich mehr Schwierigkeiten. Also das nehme ich jetzt als meine Testung, um zu gucken, wie die Übung gleich drauf reagiert. Da unsere Schulter über das Schlüsselbein mit dem Brustbein verbunden ist, können wir die Bewegungsfreiheit unserer Schulter oft verbessern, indem wir unser Brustbein oder unseren Brustkorb mobilisieren. Dazu nimmst du dir einmal das Powerband, das Superband, und nimmst das um den Rücken drum wie einen Rucksack. Ungefähr auf Höhe des Rückens zwischen den Schulterblättern. Und jetzt streckst du die Arme aus, versuchst den Rücken ganz gestreckt zu halten und schiebst jetzt den oberen Rücken in das Band hinein. Du machst dich richtig rund in das Band. Dann lässt du dich vom Band wieder nach vorne ziehen, dass du ganz in die Streckung kommst und dann wieder über den Rücken in das Band schieben. Versuch dabei nicht aktiv die Arme nach vorne zu schieben, sondern die Bewegung wirklich aus der Mitte folgen zu lassen. Wichtig dabei ist, dass du locker und entspannt bleibst und locker atmest, also nicht verkrampfen. Die Bewegung ist anfänglich etwas schwer anzusteuern, wenn du das noch nie gemacht hast, aber Übung macht den Meister. Ungefähr 5 bis 10 Wiederholungen und dann schauen wir mal, was sich verändert hat. Du kannst das Band runternehmen. Ich nehme den Arm wieder nach oben und meine Schulter ist freier und besser. Übung Nummer 1. Übung Nummer 2. Wir mobilisieren deinen Nacken. Der Großteil deiner Nackenmuskulatur zieht bis runter an die Schulter und sitzt oft fest. Das heißt, wann immer unsere Nackenmuskulatur dicht sitzt, haben wir auch Bewegungseinschränkungen in der Schulter. Das heißt, du stellst dich gerade aufrecht hin und versuchst jetzt den Kopf gerade nach vorne zu schieben, wie so ein Hühnchen, und dann langsam und gerade wieder zurückzuziehen. Wenn du hinten angekommen bist, versuchst das Kinn ganz leicht nach unten zu schieben, dass hinten am Kopf ein leichter Zug entsteht. Und jetzt wieder langsam und locker vor und wieder zurück. Vor und zurück. Vor und zurück. Davon darfst du auch etwa 5 bis 10 Wiederholungen machen. Alles locker und entspannt. Und dann gucken wir nochmal, ob das Auswirkungen hat. Und auch hier ist die Bewegung immer noch gegeben. Übung Nummer 3. Wir mobilisieren deine gegenüberliegende Hüfte. Wir haben Gelenke im Körper, die nerval miteinander vernetzt sind. Das heißt, unsere rechte Schulter muss mit unserer linken Hüfte gekoppelt sein. Das haben wir zum Beispiel bei Gangbildern, dass wenn sich die rechte Schulter bewegt, auch immer die gegenüberliegende Hüfte mitbewegt. Das heißt, wir versuchen die Hüfte zu mobilisieren und dadurch auch gleichzeitig eine nervale Aktivierung in der gegenüberliegenden Schulter zu erzeugen, wodurch wir weniger Schmerz und mehr Bewegung bekommen. Das heißt, du nimmst dein Superband und stellst den Fuß in die entgegenüberliegende von der gegenüberliegenden Schulter in das Powerband, ziehst jetzt das Band auf Spannung und hebst den Fuß, der in dem Band sitzt, an. Und jetzt möchte ich, dass du den Fuß richtig in das Band schiebst, wie als wenn dir jemand das Bein aus der Hüfte rauszieht. Gerade und aufrecht stehen. Und von hier, wenn jetzt Spannung auf dem Bein ist, versuchst du, einen Kreis aus der Hüfte zu machen. Schöne, große, langsame Kreise. Du kannst dich gerne dabei irgendwo festhalten, wenn du wackelig stehst. Das ist generell immer besser. Und dann einmal andersrum kreisen. Versuch die Bewegung so groß wie möglich zu machen und so langsam wie möglich. Dann erzeugen wir viel Aktivität. Das waren jetzt 3 bis 5 Kreise in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und wir schauen mal, was mit der Schulter passiert. Und der Bewegungsumfang ist immer noch verbessert. Sehr gut.
Das waren drei Übungen, um Schulterschmerzen und die Beweglichkeit zu verbessern. Wir haben dein Brustbein mobilisiert, wir haben deine Halswirbelsäule mobilisiert und wir haben die gegenüberliegenden Gelenkpunkte, in dem Fall die Hüfte, mobilisiert. Wenn du mehr über Neurotraining wissen möchtest, dann schau dir doch unsere anderen Videos an, lass einen Kommentar da und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal.